Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den Grundrechnungsarten an, zu den Verbindungen der Grundrechnungsarten. Es geht um die Begriffe Produkt, Differenz, Quotient und Summe. Manchmal klingt das kompliziert, man muss sich das aber nur ordentlich zerteilen. Ich zeige euch das am nächsten Anwendungsbeispiel. Um wie viel ist das Produkt von 47,02 und 21,8 größer als das Produkt von 18,4 und 7,5? Klingt auch gar nicht so schwer, es kommt zweimal ein Produkt vor. Ich soll mir das Produkt einmal von diesen beiden Zahlen ausrechnen. Das mache ich als erstes, auch wenn ich dann eventuell noch nicht weiter weiß. Aber ich muss das Produkt von diesen beiden Zahlen berechnen. Machen wir das. Das Produkt von 47,02 und Produkt ist das Ergebnis der Multiplikation, der Malrechnung. 47,02 mal 21,8. Produkt, Faktor mal Faktor. Ergebnis einer Multiplikation. Okay? Glaube, das geht. Wir multiplizieren zuerst mit dem Zweier, bitte. 2 mal 2 ist 4. Wo ich es drunter schreibe, ist hier vollkommen egal. Wenn ich keinen Einservorteil verwende, kann ich drunter schreiben, wo ich möchte. 2 mal 2 ist 4, 2 mal 0 ist 0, 2 mal 7 ist 14, bleibt 1, behalte ich mir. 2 mal 4 ist 8 und 1 ist 9. Okay? Wir multiplizieren mit 1, das geht an und für sich leicht, ich bräuchte nur abschreiben. Vergiss bitte nicht, du musst um eine Stelle hier versetzen. Okay? 1 mal 2 ist 2, 1 mal 0 ist 0, 1 mal 7 ist 7 und 1 mal 4 ist 4. War ja klar. Wir versetzen wieder um eine Stelle nach rechts und multiplizieren mit 8. Okay? 8 mal 2 ergibt 16, bleibt 1. 8 mal 0 ist 0 und 1 ist 1. 8 mal 7 ist 56, bleiben 5. Die muss ich mir halten, 5. Und 8 mal 4 ist 32 und 5 von vorher ergibt 37. Okay? Wir addieren diese drei Positionen. Haben hier nur 6 stehen. 1 und 2 ergibt 3. 4 und 6 ergibt 10, bleibt 1. 1 und 7 ergibt 8 und 7 ergibt 15, bleibt 1, habe ich 4 stehen. 4 und 4 ist 8 und 4 ist 12, bleibt 1. Und 1 und 9 ergibt 10. Wäre das unser Ergebnis? Wir berechnen die Kommastelle. Wie viele Komma hast du in der Angabe insgesamt? Drei Kommastellen bei beiden Faktoren. Insgesamt drei Kommastellen. Also hat auch dein Ergebnis drei Kommastellen. So viele Komma wie in der Angabe bei beiden Faktoren sind im Ergebnis beim Produkt. Wir haben uns das Produkt von diesen beiden Zahlen berechnet. Um wie viel ist das Produkt größer als das andere Produkt von diesen beiden Zahlen? Also noch einmal ein Produkt, also noch einmal eine Multiplikation zu berechnen. Und zwar diesmal von den Zahlen 18
5,4 mal 7,5. Produkt, Faktor mal Faktor. Strich drunter und wir rechnen zusammen. 7 mal 4 ergibt 28, bleibt uns 2. 7 mal 8 ist 56 und die 2, die wir gehalten haben, sind 58, bleibt 5. Habe ich einen Pfeil noch nicht gemacht? 5. 7 mal 1 ergibt 7 und die 5 ergibt 12. Eine Position versetzen und mit 5 multiplizieren. Okay? 5 mal 4 ergibt 20, bleibt 2 über. 5 mal 8 ist 40 und die 2 sind 42, bleibt 4. So muss ich es zeigen, 4. Und 5 mal 1 ist 5 und 4 ergibt 9. Okay? Sind wir fertig? Können wir addieren und das Komma bestimmen, bitte? Hier haben wir 0. Hier haben wir 2 und 8 ergibt 10, bleibt 1. 1 und 9 ergibt 10 und 8 ergibt 18. Wieder 1 weiter. 1 und 2 ergibt 3. Und 0 und 1 ergibt 1. Wir suchen die Kommastelle. Wir haben in der Angabe 2 Kommastellen. Also hat unser Ergebnis auch 2 Kommastellen. Okay? Produkt von beiden Zahlen. Das Produkt von den beiden anderen Zahlen. Und wir wollen uns ausrechnen, um wie viel die eine Zahl größer ist als die andere. Größer ist, also wir wollen uns wieder den Unterschied ausrechnen. Größer, das heißt, wir müssen von der größeren Zahl die kleinere Zahl wegrechnen. Dann wissen wir, um wie viel das eine Produkt größer als das andere Produkt ist. Die größere Zahl genommen ergibt 1025,036. Minus 138. Stellenwert richtig untereinander geschrieben, wäre das nur so bitte. 138 ohne Komma an und für sich wäre es schon richtig. Wer sich leichter tut bei der Subtraktion oder auch bei der Addition, ergänzt ruhig hier das Komma und ergänzt hier auch die Nuller. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist auch richtig. Okay? Wer die Nuller nicht braucht, lässt sie weg. Wir haben eine Subtraktion, wir rechnen den Unterschied aus. 0 und wie viel ergibt 6 und 6? Ergibt 6. 0 und wie viel ergibt 3 und 3? 0 und wie viel ergibt 0 und 0, Komma. 8 und wie viel ergibt 15? Und 7 ergibt 15, bleibt uns 1. 1 und 3 ergibt 4. 4 und wie viel ergibt 12 und 8 ergibt 12. 1 weiter, da haben wir 1 und 1 ist 2, 2 und wie viel ist 10 und 8 ist 10. An und für sich 1 weiter, 1 und wie viel ist 1 und 0 ist 1. Also hier stünde dann noch, wenn ich möchte, ein Nuller. Ist aber ja nicht mehr notwendig. Das heißt, unser Ergebnis wäre jetzt wirklich, wenn wir es noch einmal schön anschreiben, jetzt 887,036. Um wie viel ist das eine Produkt größer als das andere Produkt? Um 887,036 ist das eine Produkt größer als das andere Produkt. Das heißt, Produkt zweimal eine Multiplikation und Unterschied die Subtraktion. Alles klar?